Wissenschaftliche Studien mit hochauflösenden, dreidimensionalen Synchrotronbildern zeigen, dass die höher verarbeitenden Nervenstrukturen tiefer in die Cochlea reichen, als von manchen Forschenden angenommen wurde. Tief in der Cochlea liegende Areale zu stimulieren und lange Elektrodenträger zu verwenden, wird in den meisten Studien zu diesem Thema mit besserer Sprachwahrnehmung assoziiert. Synchrotronbilder belegen zudem, dass selbst in der kleinsten Cochlea ausreichend Platz besteht, um eine Medell-Flex-Elektrode über eine Länge von bis zu 2 Windungen in der Skala Tympani zu platzieren. Durch die Abdeckung der gesamten Cochlea kann jede Tonhöhe an der dafür vorgesehenen Stelle in der Cochlea stimuliert werden. Das trägt zu einem natürlicheren Hören bei. Nur Medell-Elektroden reichen tiefer als 1,5 Windungen in die Cochlea und können somit tiefe Frequenzen am Ort ihrer natürlichen Verarbeitung stimulieren. Das ermöglicht Menschen mit Medell-Cochlea-Implantaten, Basstöne auch wirklich als solche zu hören. Dank tonotoper Stimulation und besserer Klangwahrnehmung erleben Menschen mit unseren Cochlea-Implantaten ein möglichst natürliches Hören. In der Alltagskommunikation ebenso wie beim Musikhören.